Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es Samstag und wie bereits angekündigt, werde ich heute vermutlich nicht so großartig wie filmen, aber ja, ich habe noch eine Stunde Zeit, dann muss ich auf der Arbeit sein und jetzt werde ich meine Tasche packen. Ich fahre mich ja direkt nach der Arbeit los und komme nicht mehr nach Hause bis morgen. Dementsprechend ja, suche ich jetzt so ein paar Sachen zusammen und ich habe keine Lust aufs Arbeiten. Ich freue mich jetzt schon auf den Feierabend. Aber ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und meinen Kram zusammensuchen. Und ja, dann kann ich eigentlich auch schon weiter zur Arbeit. Ich habe jetzt hier auf dem Bett schon mal alle Sachen zurechtgelegt, die ich gerne mitnehmen möchte. Hier einmal meinen Schlafanzug. Den habe ich ganz frisch aus der Wäsche. Das mag ich immer am liebsten, wenn. Ja, mein Schlafanzug frisch aus der Wäsche kommt. Dann einmal das, was ich heute Abend anziehen möchte. Das ist einmal ein gestreiftes Shirt und dann so ein Latzkleid. Das ist meine Tasche, wo dann eben gleich alles reinkommt. Dann will ich einmal meinen Lockenstab mitnehmen, weil ich jetzt nicht großartig viel Lust habe, meine Haare zu machen. Dann nehme ich einmal falsche Wimpern mit. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich die überhaupt benutzen werde. Und ja, hier einmal so eine Kosmetiktasche. Da ist, ja. Zeug aus dem Badezimmer drin und ein bisschen Make-up. Ja, vermutlich fällt mir gleich noch irgendwas ein, was ich brauche. Unterwäsche habe ich schon in der Tasche und Socken und sowas. Und ich glaube, dann habe ich alles. Das ist jetzt übrigens mein Outfit für die Arbeit. Ich habe absolut keine Lust, mich fertig zu machen. Dementsprechend Mütze, dann einfach so ein lockeres Shirt, meine Strickjacke. Eine Jogginghose, aber eine, die halt so ein bisschen cooler aussieht und nicht ganz so assi, wenn ich das so sagen darf. Und ja, das ist mein heutiges Outfit für die Arbeit. Der Vlog, der heute online kommen wird, ist glücklicherweise jetzt auch fertig gespeichert. Ich konnte das Ganze jetzt noch hochladen. Und ja, ich werde jetzt gleich meine Sachen zusammenpacken und mich dann auf den Weg zur Arbeit machen. Ich werde dann vermutlich nach der Arbeit doch noch mal ganz kurz nach Hause kommen müssen, um den Laptop auszumachen. Das Video wird nämlich ja jetzt hochgeladen, während ich schon auf der Arbeit bin. Das wird vermutlich vorher nicht mehr fertig werden. Ich muss nämlich spätestens in 10 Minuten aus dem Haus. Und ja, mein Laptop sagt, dass das Ganze mindestens eine halbe Stunde braucht. Dementsprechend. Ja, werde ich nochmal eben herkommen müssen, um den Laptop auszuschalten. Ich weiß, man kann das auch einstellen, dass der Laptop sich irgendwann ausschaltet. Allerdings spinnt mein Laptop ja so ein bisschen und ich möchte auch, dass der zugeklappt ist. Also ja, dementsprechend werde ich nachher doch nochmal einen kleinen Abstecher nach Hause machen, das Ganze ausschalten. Dann kann ich auch nochmal den Katzen was zu futtern geben und ja. Hört ihr, wie der Kronleuchter wackelt? Wenn die in der Wohnung über uns, nämlich auf dieser Stelle, irgendwie rumlaufen, dann wackelt unser Kronleuchter. Ja, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns vermutlich nach der Arbeit wieder. Drückt mir die Daumen, dass die Arbeit ganz schnell vorbeigeht. Ich habe heute wirklich gar keine Lust. Gar keine Lust, gar keine Lust. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Mittlerweile ist schon wieder ein neuer Tag. Es ist Montag. Und ja, meine Stimme klingt ein bisschen angeschlagen. Erstens, weil es noch morgens ist und zweitens, weil ich irgendwie so ein bisschen krank geworden bin. Das letzte Mal habe ich gevloggt am Samstag und ich hatte ja, glaube ich, auch gesagt, dass es ein bisschen schwer wird, in den anderen Tagen zu vloggen, an den anderen Tagen zu vloggen. Und samstags habe ich unter anderem auch nicht mehr gevloggt, weil meine Laune sich während der Arbeit wirklich super verschlechtert hat. Also ich weiß gar nicht mehr, mit was für einer Laune ich aufgewacht bin, aber ihr habt es am Anfang des Vlogs ja gesehen. Und an sich hatte ich am Samstag eine Schicht, die ich eigentlich nicht so schlimm finde. Aber ich weiß es nicht. Mich hat irgendwie jeder genervt an diesem Tag. Also wir haben bei uns ein Kartenlesegerät und ja, die Tasten sind schon ziemlich abgenutzt und dementsprechend kann man die Zahlen tatsächlich nicht mehr allzu gut lesen. Und mir hat an diesem Tag gefühlt, jeder Kunde ja, hat mich irgendwie blöd angemacht oder sich darüber beschwert, dass man die Zahlen ja nicht mehr lesen kann. Ich kann das verstehen, dass es ein bisschen unpraktisch ist. Also man kann die schon noch lesen, aber es ist halt wirklich so ein bisschen schwierig. Aber wenn einem das jeder Kunde erzählt,
nervt es irgendwann, wenn man 5 Stunden am Stück erklären muss, dass ein neues Gerät bestellt ist, dass es aber leider noch nicht da ist und es muss halt jetzt so gehen. Irgendwann war ich einfach super, super, super genervt. Ja, auch nach der Arbeit ist gefühlt alles schief gelaufen, alles hat mich irgendwie genervt. Mein Handy war dann leer. Ich fahre meistens immer mit dem Handy-Navi irgendwo hin. Ja, also mein Handy war nicht komplett leer, aber ich hatte noch 11%. Dann wollte ich das im Auto aufladen, dann ging das auf einmal nicht mehr und oh, alles hat mich einfach genervt. Und ja, dementsprechend habe ich an dem Tag dann die Kamera auch nicht mehr rausgeholt. Wir waren dann in der Waterfront und nicht im Weserpark, einfach weil es ein bisschen näher ist. Ja, was soll ich sagen? Samstag in ein Einkaufszentrum zu fahren, schlechteste Idee überhaupt. Es war so unendlich voll. Da waren noch irgendwelche Veranstaltungen. Und als ich aus dem Parkhaus mit der Rolltreppe hochgefahren bin, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, ich fahre gleich wieder runter. Es war einfach so voll. Das hat meine Laune dann auch nicht unbedingt verbessert. Sobald wir dann da raus sind, ging es mit meiner Laune auf jeden Fall wieder bergauf. Der Tag an sich war trotzdem noch super, super schön. Ich hatte super viel Spaß. Und ja, ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Die werde ich euch nachher zeigen, wenn ich aus der Schule zurück bin. Ich bin halt nur irgendwie krank geworden. Und ich würde am liebsten halt auch zu Hause bleiben. Ich habe irgendwie richtig Halsschmerzen und ja, meine Nasennebenhöhlen sind zu und irgendwie ist mein Hals so richtig voll geschleimt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Laufe des Tages noch starke Kopfschmerzen kriegen werde. Also ich merke das jetzt schon, dass ich so Ansätze von Kopfschmerzen habe. Aber ja, ich werde den Tag jetzt irgendwie hinter mich bringen. Wir haben heute vor allem Praktikumsvorbereitung und ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft, wenn ich da fehle. Dementsprechend, ja. Sehen wir uns dann nachher nach der Schule wieder. Ich hatte euch dieses Brot ja in einem der letzten Vlogs in der Degusta-Box gezeigt und das werde ich jetzt essen. Das habe ich gestern auch schon probiert. Das schmeckt echt ganz gut. Schmeckt halt schon sehr gesund. Aber ich dachte mir, ich werde das Ganze jetzt mal toasten und mit Rührei essen. Ich habe nämlich jetzt echt Hunger. Ich muss auf jeden Fall noch einkaufen gehen, aber jetzt für schnell habe ich mir gedacht, mache mir einfach Brot mit etwas Rührei und ein bisschen Gemüse. Mein Essen ist jetzt fertig. Das Ganze ist quasi jetzt mein Mittagessen. Es ist 4:30, also eigentlich ist es ein Nachmittagsessen. Aber ich habe heute tatsächlich noch nichts gegessen. Ich weiß total schlecht, aber ich hatte den ganzen Vormittag absolut gar keinen Hunger. Heute Abend werde ich auf jeden Fall nochmal was Warmes essen. Aber jetzt gibt es erstmal, wie gesagt, Rührei, Kohlrabi, Gurken. In dem Rührei sind noch Tomaten, Gewürze und Brot. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und wie heute Morgen angekündigt, habe ich tatsächlich Kopfschmerzen. Aber ja, ich habe nichts anderes erwartet, aber es geht. Wenn ihr so ein bisschen wackelt, liegt das daran, dass die Katzen auf dem Kratzbaum rumspringen und ihr auf dem Kratzbaum steht. Ich habe jetzt mal so ein bisschen meine Haare zur Seite gemacht, damit ihr dieses wunderschöne Oberteil sehen könnt. Ja, die einen oder anderen werden das vermutlich super kitschig und total altbacken und weiß ich nicht, was finden. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Klamotten, die so Amische tragen. Aber ich finde das irgendwie so, so schön. Mein Freund hat mich super ausgelacht, als ich ihm das gezeigt habe. Ich kann euch gleich gerne mal die ganze Bestellung zeigen. Also das Ganze ist von Shein. Eigentlich handelt es sich bei diesem Oberteil um ein Schlafanzug-Oberteil. Aber ich fand das irgendwie so hübsch, dass ich ja, das bestellt habe mit dem Hintergedanken, dass ich das nicht zum Schlafen anziehe, sondern einfach so, weil ich das einfach total niedlich fand. Und sonst muss ich auf jeden Fall einkaufen gehen gleich. Wir haben unendlich viele Pfandflaschen und wir haben kaum noch Kartoffeln. Ich zähle zu den Menschen, die einfach super gerne Kartoffeln essen. Also Kartoffeln sind so meine Lieblingsbeilage, wenn man das überhaupt Beilage nennen kann, weil meistens esse ich die Kartoffel ja als Hauptgericht. Aber ja, ich mag einfach total gerne Kartoffeln, viel lieber als Reis, aber auch als Nudeln. Dementsprechend brauche ich auf jeden Fall immer Kartoffeln im Haus und morgen wollte ich nämlich so ein Curry machen und da sind auch Kartoffeln drin. Dann haben mich in den letzten Vlogs super viele Leute nach dieser Brille gefragt. Ich glaube, ich muss die meisten von euch enttäuschen, das ist keine echte Brille, also eine Brille ohne Stärke und die war von Shein. Also ja. Leider keine Vielmann-Brille oder ähnliches, die man als Brillenträger großartig tragen könnte. Aber ich fand die einfach so, so schön und deswegen, ja, hatte ich mir die mal ausgesucht.
Und anscheinend scheint die ja ziemlich vielen zu gefallen, aber ich glaube, ganz ähnliche Modelle gibt es ja auch so beim Optiker. Ich habe gerade mal ein Video angeschaut von mir von vor 3 Jahren und ich bin schockiert. Ich habe so viel zugenommen, unglaublich. Also, ich weiß nicht, ich finde halt, mein Gesicht ist um einiges breiter geworden, mal abgesehen von meinem Doppelkinn. Und ich finde halt auch meine Arme. Ich finde irgendwie, ich habe so richtig speckige Arme bekommen. Von meinem Bauch, von meiner Hüfte, von meinem Hintern und von meinem Bein brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Traurig. Ich habe mich gestern Abend mal auf die Waage gestellt. Das war der größte Fehler überhaupt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß ja, dass ich zugenommen habe. Ja. Aber es war im letzten Jahr ja auch so. So über den Winter esse ich einfach so viele Süßigkeiten. Das ist echt nicht mehr schön. Und im Sommer habe ich ja letztes Jahr wieder abgenommen. Und mittlerweile habe ich wieder so viel zugenommen. Ich glaube, das kam jetzt auch, weil ich einfach so unzufrieden war und so genervt war von allem und alles einfach so kacke fand, dass ich ja einfach so viel Scheiße gegessen habe. Was heißt Scheiße? Die Sachen, die schmecken mir einfach gut, aber man sollte halt trotzdem nicht jeden Tag Süßigkeiten essen und man sollte auch nicht jeden Tag Frittiertes essen oder Pizza oder ja, dementsprechend ja, sollte ich langsam echt. Echt ein bisschen aufpassen. Passend zum Thema. Ich habe ja vorhin erzählt, bei diesem Oberteil handelt es sich eigentlich um ein Schlafanzug-Oberteil. Schlafanzugs-Oberteil. Um ein Oberteil zum Schlafen. Dementsprechend gibt es natürlich dazu auch eine Hose. Und die habe ich gestern angezogen, ey. Ich wusste nicht, ob ich weinen soll oder ob ich lachen soll. Aber diese Hose passt an sich, aber auch irgendwie nicht so ganz. Also an den Beinen ist es in Ordnung. Aber ich meine, ich weiß, ich habe einen großen Hintern, aber die endet einfach auf der Hälfte meines Hinterns. Und ich frage mich, wer hat so einen kleinen Hintern? Also, ich weiß nicht. Also selbst wenn ich ein paar Kilos weniger auf der Waage hätte, wäre mein Hintern nicht so winzig, dass der in die Soße passen würde. So, mein Abendessen ist jetzt auch fertig und ihr habt ja gesehen, dass ich einkaufen war. Jetzt habe ich auch endlich wieder Kartoffeln. Da habe ich natürlich mal wieder, wie soll das auch anders sein, Kartoffelspalten draus gemacht. Aber ich habe das, glaube ich, echt schon ein bisschen länger nicht mehr gegessen. Und ja, dazu einfach Ketchup. Das ist aber ein Ketchup ohne Zucker. Und Gurken. Ja, ich esse zurzeit immer total gerne zu allem einfach Gurken dazu oder Kohlrabi oder so. Das schmeckt immer sehr, sehr gut und es riecht schon so lecker. Dementsprechend werde ich das jetzt essen. Ich bin jetzt wieder im Badezimmer und ich werde heute nicht mehr großartig viel machen. Ich habe mir vorgenommen, gleich noch ein Workout zu machen. Mein Freund fährt ins Fitnessstudio, darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. Deswegen mache ich das Ganze einfach zu Hause und ja, danach gehe ich nur noch duschen und dann stelle ich mich ins Bett und warte, bis mein Freund aus dem Fitnessstudio nach Hause kommt. Vielleicht kommt er auch dann, wenn ich gerade unter der Dusche stehe oder so. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lang der Vlog ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich so stückelig gefilmt habe. Aber ich hoffe trotzdem, dass er euch gefallen hat und dass wir uns morgen wiedersehen. Tschüss!